Die meiner Meinung nach schlechteste Star Wars Serie überhaupt. Das krasseste Star Wars Cosplay, was es überhaupt gibt. Und was der Autoren- und Schauspielerstreik für Star Wars bedeutet. Ihr habt mir wieder Fragen gestellt, die werde ich heute beantworten. Wird ziemlich spannend, also dranbleiben. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch geht's da draußen gut. Es sind momentan die heißesten Tage gefühlt jemals. Und da draußen schwitzt ihr nicht nur, sondern ich habe auch wieder geschwitzt bei den ganzen Fragen, die mir im Community-Tab von euch da draußen gestellt wurden. Ich habe mir einige ausgesucht, die werde ich heute so Step-by-Step beantworten. Morgen kommt wahrscheinlich noch ein anderes Video, vielleicht sogar dazu, aber da solltet ihr dann auf jeden Fall gespannt bleiben. Wir gehen also rein in doch ziemlich interessante Themen. Oxymox schreibt, moin, ah, da, die Kamera. Gibt es in Star Wars Filme oder Serien, die du wirklich gar nicht magst oder nicht so gut findest? Liebe Grüße, mach weiter so. Weitermachen auf jeden Fall. Oxymox, erstmal Dankeschön für die Frage. Und das ist lustigerweise eine Frage, die ich schon des Öfteren gestellt bekommen habe, auch unter ganz anderen Videos, weil mir immer wieder vorgeworfen wird, Buddy, du bist viel zu positiv und du bist viel zu wenig negativ über die Star Wars Produkte und Co. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal in einem FAQ schon gesagt, aber ich beschäftige mich halt am liebsten damit, mit dem, was mir Spaß macht. Aber ja, es gibt Serien, die ich tatsächlich eher nicht mag und einmal geschaut habe, einfach der Vollständigkeit halber, und wahrscheinlich nicht wieder tue. Dazu gehört zum Beispiel Star Wars Resistance. Ich fand die erste Staffel ganz, ganz, ganz schrecklich. Die zweite Staffel hatte so einen Anlauf und ich glaube, sie hätte, wäre sie weitergeführt worden, vielleicht auch noch so einige Tendenzen nach oben gehabt. Aber overall muss ich sagen, obwohl dieser Animationsstil meiner Meinung nach gar nicht so schlecht war, war die ganze Story und ich war nicht die Zielgruppe, möchte ich freundlich ausdrücken. Ich war nicht die Zielgruppe von Star Wars Resistance und es bleibt bei einmal schauen und wahrscheinlich nie wieder. Aber das ist vielleicht auch für euch da draußen eine Frage. Habt ihr so eine Star Wars Serie oder einen Star Wars Film, den ihr gar nicht mögt? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Frage Nummer 2 von Tilsemann924. Der fragt, welche Jedi sollten in Tales of the Jedi 2, also der zweiten Staffel, kommen? Und glaubst du, es bleibt bei 2 Jedi oder könnte es sich erhöhen? Oh, Tilsemann, erstmal Dankeschön für die Frage. Da hat der liebe Star Wars Basis heute oder gestern sogar ein Video zu hochgeladen, was ich sehr, sehr interessant finde, weil er ein bisschen weiter ausholt, nicht nur in die Zeit der Klonkriege, sondern auch davor, ja, High Republic, Elsa Mann oder Venestra Rowe hatte er, glaube ich, als Beispiel. Für die Leute, die die beiden Jedi nicht kennen, das sind halt sehr, sehr wichtige Figuren in dieser High Republic-Ära. Teilweise sehen wir die auch dann bei The Acolyte, da ist nämlich Venestra Rowe schon als erwachsene Frau. Ist Jedi-Ritterin geworden mit 15 Jahren, das heißt unglaublich talentiert, hat natürlich aber auch ganz andere Schwierigkeiten. Elsa Mann, der tendiert immer so ein bisschen zur dunklen Seite, den ich mit am interessantesten fände. Also das Video von Sebastian, also Star Wars Basis, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeigeschaut haben. Für mich persönlich finde ich es immer noch am mit interessantesten existierenden Charakteren nicht unbedingt mehr Fläche zu geben. Ich fand das bei Dooku und Ahsoka genau passend. Für Mace Windu fände ich es vielleicht noch interessant oder Qui-Gon Jinn, aber weil ich diese Person halt oder Jedi-Charaktere sehr, sehr interessant finde. Ich fände aber, wenn man vielleicht Charakteren, die noch nicht so viel Fläche geboten haben, bekommen in Serien hier, wie einem Plo Koon, einem Kit Fisto, ein bisschen mehr Raum gibt, da ich die Idee hinter den Charakteren, wenn man sich so ein bisschen mal zwischen den Zeilen, zwischen den Serien und Filmen beschäftigt damit hat, eigentlich sehr, sehr schön und gut finde und ich glaube, die werden da auch ihre Zielgruppe bekommen. Die Chance ist aber relativ klein, einfach nur aus dem Grund, weil halt weniger Leute das gucken würden, weil halt weniger Leute diese Charaktere kennen. Oder einfach 6 Folgen Gonki aus The Bad Batch. Easy. Tom Borgstein fragt, wann kommen neue Lichtschwert-Unboxing? Danke für die Videos. Und da muss ich sagen, ja, hoffentlich bald. Ich hole mir jetzt eins. So. Ich weiß, das ist jetzt kein neues Lichtschwert, nämlich eins vom letzten Mal. Das habe ich nämlich zusammen mit der lieben Nicole und dem Tim von Star Wars Facts mit aufgemacht. Aber ein Bein nach vorne, ja, das linke Beinchen nach vorne. Das linke Bein, sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder. Da ist auch deine Mama linke Bein nach vorne. Ich weiß nicht, was Sie den ganzen Tag mit Ihrem Padawan machen, bin ich ganz ehrlich. Aber zum Thema Lichtschwert-Unboxing, da kommt in nächster Zeit schon was. Ich will immer so einen kleinen Mehrwert haben, ich will immer ein bisschen kreativ werden. Weil ausgepackte Lichtschwerter, das habt ihr schon zigmal gesehen. Die Designs seht ihr ja sowieso alle im Saber Buddy Shop. Und dementsprechend, da solltet ihr auf jeden Fall so oder so mal vorbeigucken, ne? Eigenwerbung und so weiter und so fort. Aber Lichtschwert-Unboxings, ich will sie sehr, sehr gerne wieder machen, aber nur dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, nur Werbung zu machen, sondern euch auch irgendwie einen unterhaltsamen
Zwischenwert zu liefern dabei. Da habe ich einige Ideen, die sind aber etwas anspruchsvoller und die werden dann auch kommen, also ist da definitiv nichts zu Ende. Und da gibt es auch eine andere Frage, nämlich kommen irgendwann neue Lichtschwert-Designs in den Shop? Und da kann ich euch sagen, ja. Nächste Woche kommt, glaube ich, ein neues Crossguard, was ich relativ geil finde. Da gibt es vielleicht mal was, weil zu Crossguards habe ich bisher eher weniger gemacht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit da mal, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mo Phipps fragt, was wäre ein Cosplay-Projekt, auf das du richtig Bock hättest oder ich richtig gerne machen würde? Aber einfach unrealistisch, zu kompliziert, zu teuer, etc. Ich glaube, ich wäre ein Lügner, wenn ich nicht sagen würde, General Grievous. Es gibt so ein, zwei General Grievous Cosplays, ihr kennt die Clips wahrscheinlich von TikTok, Instagram oder YouTube Shorts, wo jemand sich quasi hinten in einem Umhang versteckt und vorne dieses Skelett von Grievous quasi so aussieht, als würde es sich eigenständig bewegen mit den Lichtschwertern, die an die Hände gekoppelt sind. Und das sieht so geil aus. Und das ist etwas, wo ich mir sage, oh, hätte ich wirklich die Zeit dafür und die Geduld dafür, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil das ist halt insane cool. Ansonsten ist mein Essen jetzt gerade, es ist kein Scheiß, ich habe Essen bestellt. Eine Sekunde. Peters, hallo? Hallo, okay, Leute, 25 Minuten später und ich war irgendwie bei Cosplay stehen geblieben. Also General Grievous, das wäre auf jeden Fall ein richtiger Banger. Und was willst du jetzt? Ja, komm. Machen wir halt so weiter. Ich weiß auch nicht was. Tut mir leid für dieses Video. Bild als auch Elias fragen so circa das gleiche, nämlich wird es Reactions zu der Ahsoka Tano Serie geben? Ja, wird es absolut direkt geben und ich freue mich da wirklich auf diese Serie. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr auf den Start einer Star Wars Serie gefreut, wie auf Ahsoka Tano. Kleine Sache aber dazu, dadurch, dass ich auf der Gamescom bin, da könnt ihr übrigens bei mir gerne vorbeischauen. Ja, ich bin ja für SK Gaming, Rewe und Co. mit am Start, die ganze Woche über auf einer eigenen Bühne, also kommt da gerne vorbei. Da moderiere ich tolle Sachen und da habe ich auch sicher mal eine Minute für euch Zeit. Das heißt aber, während der Gamescom kommt die Ahsoka Tano Serie raus am 23. August. Heißt auch, dass die Reactions wahrscheinlich ein paar Tage später kommen werden. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf diese Serie. Und zwischendurch kommen sowieso noch ein paar Videos auch vor den Reactions dazu. Die nehme ich dann einfach abends irgendwo auf dem Hotel auf. Also, das wird schon. Auch eine super interessante Frage von Anarian Blackstar. Deine Meinung zum Autoren- und Schauspielerstreik und dessen Folgen für Star Wars. Bitte. Danke. Wer es nicht mitbekommen hat, ich versuche das mal sehr, sehr, sehr kurz und sehr, sehr, sehr allgemein herunterzubrechen. Wenn ihr mehr Interesse daran habt, dann solltet ihr euch da vielleicht auch Leute anschauen, die sich etwas intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Autoren- und Schauspielerstreik heißt im Endeffekt, dass sich die Vereinigung, das könnt ihr euch für die Gewerkschaft vorstellen, in den USA, also die ganzen Hollywood-Schauspieler mit Tausenden von Mitgliedern dazu entschieden haben zu sagen, wir streiken jetzt, weil halt unsere monetären Mittel, die wir bekommen, Gehälter und Co. sind einfach nicht das, wo es sich noch irgendwo ganz gut leben lässt. Heißt hier, waren als erstes die Autoren beteiligt, mittlerweile auch die Schauspieler. Was aber auch heißt, im Umkehrschluss, alles das, was in den USA halt da momentan produziert wird, beziehungsweise der Großteil an den größeren Produktionen, liegt momentan auf Eis. Da wird halt nicht mehr weiter dran gearbeitet. Weder an den Skripten, noch an der Produktion, noch die Schauspieler, die da überhaupt gar nicht mehr vor Ort kommen und quasi die Arbeit niedergelegt haben. Als würde hier in Deutschland irgendeine andere Gewerkschaft streiken, ne? Busse, Bahn, IG Metall, ihr kennt das Ganze ja. Das heißt, das hat jetzt erstmal keinen direkten Einfluss auf das, was in den nächsten ein, zwei Monaten kommt oder drei Monaten kommt, weil die Sachen sind abgedreht, die Sachen sind geplant. Vielleicht werden auf den Video- und Kinopremieren dann dementsprechend die Schauspieler vor Ort nicht mehr sein. Das ist auch schon vorgekommen in den letzten Tagen, dass da kein Schauspieler mehr einer neu erscheinenden Serie oder eines Filmes vor Ort war, aber ihr werdet die definitiv zu sehen bekommen. Wirkliche Auswirkungen wird das haben 2024, 2025. Das wird sich A, ein bisschen weiter nach hinten verzögern oder halt ein bisschen spärlicher ausfallen in anderen seltenen Fällen, wo man ein bisschen drumherum arbeiten kann. In der UK, also in Großbritannien zum Beispiel, ist man da größtenteils nicht von betroffen, wenn ich das richtig auf jeden Fall im Kopf habe. Das ist jetzt gerade alles sehr, sehr schnell. Das heißt, da wird weiter produziert. Das heißt, sowas wie Andor zum Beispiel ist da, glaube ich, gar nicht von betroffen auf jeden Fall, weil die Dreharbeiten da schon am Laufen sind und die Skripte da auch schon von Lucasfilm fertiggeschrieben, die ja in den USA gefertigt worden sind. Heißt aber, was halte ich davon? Es ist für jeden Arbeitnehmer ein gutes Recht zu sagen,
XY läuft falsch, wir streiken jetzt. Dafür habe ich Verständnis. Aber hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich kenne mich zu wenig damit aus, um da jetzt ein Urteil zu fällen. Das heißt, da, wie gesagt, verweise ich nochmal sehr, sehr gerne. Vielleicht habe ich euch gerade ein Video auch oben verlinkt auf jemanden, der sich mit der Thematik vielleicht ein bisschen besser auskennt. Oder vielleicht sage ich auch einfach, ist schade für die Produktion wie zum Beispiel Star Wars Filme, die sich wahrscheinlich damit nochmal um 2-3 Monate nach hinten verschieben, bis man sich halt einig wird. Und ansonsten schreibt mir eure Meinung einfach dazu in die Kommentare oder zu den anderen Themen. Dankeschön fürs Anschauen. Morgen gibt es wahrscheinlich ein anderes Video nochmal. Und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.